Hallo Freunde auf meinem Kanal. Wir machen heute eine Challenge mit witzigen Fragen. Svenja fängt an. Also, wer würde die Bank ausrauben? Ich glaube mal ich. Und ich glaube mal ich. Wir haben uns beide gewählt. Also, wer würde Sand essen? Ich würde sagen, Svenja würde Sand essen. So. Wer würde im Bett hupfen? Ich. Also, hast du im Kindergarten Quatsch gemacht? Ja. Oh ja. Svenja hat ganz viel Quatsch gemacht. Ich habe nur einmal Quatsch gemacht. Aber dann musst du auch dich zeigen, nicht nur mich. Ja. Ich war. Aber wer hat am meisten? So, fünfte Frage. Wer würde sich tot essen? Glaubst du? Ja. Okay. Also, wer würde Spülmittel trinken? So, dann habe ich noch eine Frage, die denke ich mir jetzt mal aus. Wer würde zum Fenster runterspringen, wenn er in Not ist? Ich auch. Jetzt denke ich mir mal eine aus. Wer würde einen Garten zertrampeln? Wir beide. Das ist meine witzige Frage. So. Wer würde Baumrinde essen? Also, und ich denke mir auch noch was aus. Wer würde den Vorhang zerschneiden? Das ist so eine witzige Frage. Du? Was kann ich mir aus? Wer würde von seiner Lieblingsoma ein Kissen zerstören? Ja. Also, ich denke mir auch noch eine aus. Wer würde Joachim Löw einen Streich spielen? Wer würde in eine Mülltonne reingehen und sie verbrennen lassen? Wer würde in Star Wars reingehen? Komische Frage. Ja. Aber es gibt noch eine Frage, die heißt, wer würde auf dem Rauchmelder hochklettern, die wir hier haben, können den sehen, und da drauf drücken, bis die Feuerwehr kommt? Und zwar ist er das hier. Ihr seht gerade meinen Finger nicht, weil es nicht geht. So. Aber ich glaube, was glaubst du? Wer würde den Rauchmelder andrücken, bis die Feuerwehr kommt? Okay. Also, und wer? Wer würde die Puppe zerschneiden? Wer hat im Kindergarten schon mal eine Puppe kaputt gemacht, so dass Arme, Kopf, Beine, alles rausgegangen ist? Wer würde auf die Fahrzeugautos im Kindergarten Sonnencreme schmieren? Oder hat schon mal gemacht? Ich habe schon mal gemacht. Und wer würde im Kindergarten die Toilettentüre raufhängen? Ich. Wer würde zur Polizei gehen und sagen... Und Verbrecher ist da. Ja, wer würde das machen? Und wer würde ein Kissen auf die Heizung tun und verbrennen lassen? Ja, ich. Und wer würde eine Kindergärtnerin oder eine Lehrerin erschrecken? Glaubst du wirklich ich? Hallo, ich hab das auch nicht gemacht. Und wer würde in einem Autohaus die ganzen Autoreifen verstecken, sodass es nicht gesehen wird? Und wer würde
von einem Spiel den Karton zerschneiden? Wer würde die Feuerwehr anrufen? Oder hat es schon mal gemacht und hat gesagt, es brennt. Wir brauchen die Feuerwehr. Und wer würde auf einen Trampolin springen und zum Weltall hinauffliegen? Das kann man gar nicht. Aber es ist ja nur Witz. Wer würde im C&A alle T-Shirts klauen? Wer würde in einen Laden Schokolade stehlen? Ja. Wer würde die Klassenkameraden ärgern? Wer würde... Denkst du dir noch eine Frage aus? Wer würde ein Bild ins Feuer schmeißen? Wer würde eine Lehrerin anlügen? Wer würde in den Supermarkt eine Schranktür zerlegen? Und wer würde einen Teddybären zerschneiden und wegwerfen? Wer würde Kaka essen? Na liebe. Wieso immer ich? Das ist ja nur ein Spaß. Wer würde Bier trinken? Ich glaube, da macht keiner mit. Ich glaube. Und wer würde... Aber das würden wir nicht in echt machen, ne? Wir werden nie Bier trinken, das ist eklig. Ja, das ist auch nicht gesund, das würden wir nie machen. Vergesst das mal über uns. Okay. Das ist ja nur ein Spiel. Ja. Wer würde ein Schränkchen komplett zerschrauben und dann wegwerfen? Wer würde aufs Hausdach klettern und bei den Leuten einbrechen? Wenn man kein Geld hat und man möchte unbedingt Geld haben und man überfällt die Bank, wer würde das machen? Wer würde in die Mülltonne Feuer reintun, damit die Mülltonne abfackelt? Und wer würde vom Kindergarten alle Spiele mit nach Hause nehmen, die zerlegen und am nächsten Tag wieder leer im Kindergarten abgeben? Wer würde im Kindergarten das Geld von der Kindergärtnerin mitnehmen und nie wieder zurückgeben? Das bedeutet Svenja der Name, ne? Wenn ihr das nicht lesen könnt, dann wisst ihr, dass Svenja bedeutet. Und der Name bedeutet Patrick. Mhm. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren... Eine Frage stelle ich noch. Ja, welche? Und wer würde die Polizei anrufen und einfach sagen, ein Verbrecher ist da und ein Verbrecher bricht aus? So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren sehr witzige Fragen. Ja. Schreibt uns unbedingt Kommentare dazu. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt Kommentare, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.